Wir haben heute optimales Reichweitenwetter. Wir machen heute den ersten Test, der nicht im Winter bei minus 7 Grad stattfindet. Test unten für euch verlinkt. Heute machen wir einen Reichweitentest bei optimalen Akkubedingungen. Wir haben nämlich knapp 500 Kilometer mittlerweile runtergefahren. Das heißt, von den Ladezyklen her ist er perfekt. Zusätzlich haben wir heute zwischen 20 und 25 Grad. Zum Anfang des Tests 20 Grad, zur Mitte ungefähr 25 und zum Ende hin 20 Grad wieder. Das heißt, wir sind auch im optimalen Temperaturbereich des Akkus. Reifendruck checken wir in ungefähr 500 Metern nochmal an der Tankstelle gegen. Das heißt, auch da sind wir safe. Und dann sollten wir heute die maximal mögliche Reichweite erreichen können. Wir sind heute mit 110 Kilogramm unterwegs. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und schauen, was der VX4 nicht nur im Winter schafft, sondern heute unter quasi Optimalbedingungen. Denn ich glaube, der erste Test war sogar mit der ersten Akkuladung. Danach sind wir bei minus 7 Grad gefahren. Und jetzt haben wir quasi den Optimalreichweitentest. Von daher würde ich sagen, legen wir einfach mal los, sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Ihr könnt schon mal teilen, liken, abonnieren. Ihr kennt das Spielchen und dann legen wir jetzt mal los. Die ersten 10 Kilometer sind um. Wir sind wie immer hier in Datteln angekommen. Wir haben hier 150 jetzt auf dem Schätzchen draufstehen. Wir hatten 2,5 bar übrigens, als wir an der Tankstelle angekommen sind. Da habe ich das Schätzchen dann auf 3,5 bar wieder aufgefüllt. Und jetzt machen wir weiter und wir sehen uns bei den nächsten 10 Kilometern dann wieder. Wir sind mittlerweile bei Kilometer 20 angekommen. 160 auf dem Display. Akkustand sagt uns 99%. Das heißt, im Vergleich zu der Wintersession sagt uns zumindest die Prozentzahl, dass wir hier auf jeden Fall ein Stückchen weiterkommen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das heute hier liefern wird. Denn Akku ist ja im Optimalbereich, Temperatur heute auch, Gewicht 110 Kilogramm. Reifendruck ist optimal. Ich bin wirklich sehr gespannt, wo uns die Reise heute hinführen wird. Ich habe leider vergessen, hier diesen automatischen Tripzähler mit zu aktivieren. Das ist sehr schade. Aber ja, wir sehen es ja hier drauf einmal und vielleicht tracke ich das Ganze zusätzlich noch mit im Video mit GPS. Aber ich denke, ich packe euch die Daten einfach wieder unten rein. Ich würde sagen, nicht so lange labern, wir fahren weiter. 27,5 Kilometer später haben wir jetzt aktuell auf dem Schätzchen noch 88% drauf. 167 Kilometer sagt er uns. Hier hinten sind wir an unserer berühmten Standardbank. Da sind aber gerade Menschen, deswegen stehen wir hier so ein bisschen weiter vorne. Wir können aber sagen, dass wir heute auf jeden Fall wesentlich weiter kommen werden als im Winter. Das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Und ich würde sagen, wir fahren weiter. Wir sind bei Kilometer 30, um genau zu sein, Kilometer 31, wie ihr sehen könnt. 171 sagt uns der Schätzchen, 82% noch drin. Das heißt, wir fahren heute noch richtig weit. Ich freue mich. Mehr oder weniger, weil heute macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß bei dem Wetter. Kann man auf jeden Fall gut bringen. Ne? Hier sieht alles wunderhübsch aus. Sieht auch nicht nach Regen oder sonstiges aus. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, für euch wird es auf jeden Fall Zeit, den Kanal zu abonnieren. Und ich fahre jetzt weiter. So, mittlerweile ist die Nacht angekommen. Wir haben Kilometer 40 mittlerweile fast erreicht. Und wir sind aktuell noch bei 68% Akku. Ich würde sagen, das macht er ganz gut. Boah Leute, da ist nicht am Regnen, ne? Das ist irgendwie ein weirdes Staubpartikelzeug hier. Das ist schon krass. Auf jeden Fall 180 Kilometer. Also wäre cool, wenn er die gemacht hätte. Ne, wir sind bei Kilometer 40 jetzt, haben 68% noch drin. Das heißt, wir könnten durchaus heute so um die 70 Kilometer sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich fahre jetzt weiter. Wir sind aktuell bei Kilometer 51,2. 190 auf dem Display. 53 legendäre Prozent sagt er uns noch voraus. Das heißt, das könnte heute echt noch ein bisschen dauern. Dauert ehrlich gesagt länger, als ich es für heute eingeplant hatte. Denn wie ihr sehen könnt, das ist auch schon alles dunkel, dies, das. Das bedeutet, abbrechen werden wir den Test nicht. Aber ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen, wie wir das machen, weil ich muss gleich auf jeden Fall zwischendrin noch was erledigen. Aber ist nicht schlimm, das können wir auch irgendwie mit im Reichweitentest einfließen lassen. Also ich bin auf jeden Fall bisher schon mal sehr, sehr positiv überrascht von dem Guten. Wir haben mittlerweile genau 60 Kilometer laut GPS erreicht. Daro sagt uns hier 198. Hier sehen wir 46%. Mein Gott, das ist fast ein Perpetuum mobile im Sommer. Nee, ohne Flachs. Also 70 Kilometer werden wir safe schaffen, vielleicht sogar nahe der 80. Ich bin sehr gespannt. Das Problem ist nur, umso länger das dauert, auch mit den Filmaufnahmen und Co., desto dunkler wird es. Und mittlerweile sind wir bei Punkt 20 Grad angekommen. Demnächst wird es Richtung 18 Grad und dann wird es halt wieder ein Stückchen ineffizienter. Aber schon mal so als erste Hinaussicht sozusagen, was man so erwarten kann von so einem VX4. Na, heute mit 110 Kilogramm unterwegs, 3,5 bar auf den Reifen, am Anfang sogar ein bisschen weniger gehabt. Ja, und Strecke dieselbe wie sonst auch.
Also man kann sagen, 60 Kilometer safe im Winter bei minus 7 Grad mit über 100 Kilogramm und im Sommer schafft er auf jeden Fall 70 plus. Also ich sag mal, 75 schaffen wir auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so vermutet. Generell, falls ihr mehrere Fragen habt, ist immer ganz wichtig, nicht ein super langes Kommentar schreiben, sondern wirklich ruhig zwei, drei einzelne Kommentare. Triggert A den YouTube-Algorithmus gut und B fällt es den Leuten darauf wesentlich einfacher zu antworten, ne? Das ist immer eine ganz wichtige und essentielle Sache. Wenn man einen ellenlangen Kommentar schreibt mit sechs Fragen drin oder so, dann ist immer schwierig für die Leute darunter auch die Beantwortung. Deswegen, falls ihr mehrere Fragen habt oder mehrere Sachen erzählen wollt, ruhig mehrere Kommentare schreiben, ist für alle Beteiligten einfach das Beste. Dem Sinne würde ich sagen, fahre ich jetzt mal los. Hier ist irgendwie so ein Geschäft mit Türen und Badezimmersachen. Keine Ahnung, ich bin hier im Industriegebiet bei mir in der Ortschaft auf einer Seite, wo ich bisher noch nie gewesen bin. Das ist hart gelogen, aber zumindest nicht in den letzten 5 Jahren, wisst ihr, wie ich meine. Und man sieht hier gar nichts auf dem Video, ich quatsch viel zu viel, deswegen fahre ich jetzt einfach mal weiter. Ich bin ja gerade im Waltrop angekommen, weil ich nicht weiß, wo ich hinfahren soll. Aktuell 204 Kilometer. 33%, also ein bisschen off topic, aber ich wollte euch hier mal zeigen, wenn man es auf die Kamera drauf kriegt. Die machen hier voll fett ein auf Lightshow und so. Guckt euch das mal an. Das sieht schon crazy aus. Also in echt sieht es noch viel, viel krasser aus als auf der Kamera. Das wollte ich euch nur kurz zeigen, deswegen sehr off topic gerade. Aber wir sehen uns so bei 208, 209 Kilometern ungefähr wieder. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. Wir sind aktuell bei Kilometer 70. Wir haben noch 35% drin. Beim Beschleunigen sagt er schon irgendwas um die 20%. Ich meine 27%. 208 Kilometer sagt er uns da drauf. Weiterhin natürlich im Sportmodus unterwegs. Mittlerweile, keine Ahnung, ich bin vorhin einfach, dachte ich mir, fährst du mal random irgendwo lang, wo du noch nicht warst. Jetzt bin ich hier, wo ich noch nicht war. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob der Akku noch reicht, um bis nach Hause zu kommen. Auf jeden Fall, 70 Kilometer haben wir schon mal geknackt. Das heißt, wir nehmen jetzt die nächsten Kommentarwetten an für 80 und 90 Kilometer. 90 wird, denke ich mal, kritisch. 75 schaffen wir auf jeden Fall. 80 maybe. Deswegen, ich bin gespannt, ob ich wieder nach Hause komme. Gerne den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Das unterstützt den Kanal sehr und unterstützt mich auch, solche Tests hier zu machen. Dementsprechend schauen wir nochmal drauf. 35%, 208 Kilometer aktuell. Beziehungsweise, ja, die 70 sind wir jetzt unterwegs und ja, ich fahre einfach mal weiter. Ich bin mittlerweile auch schon total offen. Anderes Thema, wir sehen uns, wenn wir die nächsten 10 Kilometer geschafft haben oder wenn der Akku leer ist, je nachdem. 80,12 Kilometer haben wir es heute weit geschafft. Er sagt uns hier 0%, 117 und 80, irgendwas, ich blende es euch jetzt ein, hat er es weit geschafft. Ja, hat er auf jeden Fall soweit ganz gut gemacht. Ich fahre den jetzt, bis er komplett leer ist und sich gar nicht mehr bewegt, denn ich muss noch circa, ja, man sieht es jetzt nicht, aber wenn ich hier die ganze Straße lang fahre und da die ganze Straße lang fahre, oh mein Gott, man sieht gar nichts. Auf jeden Fall ist das noch ungefähr 3, 4 Kilometer bis zu mir nach Hause und ich bin sehr gespannt, ob er das vielleicht noch schafft mit 0%. Denn gerade beim Fahren hat er mir noch 10% angezeigt und beim Stehenbleiben ist er erst auf 0 runtergegangen. Deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich melde mich gleich wieder, wenn er sich gar nicht mehr bewegt. Ja, also müsste man eigentlich die Prozentzahl runtergehen sehen bis auf 0. Achten wir mal drauf. 1%. Komm, mach die 0. Jawohl. 220 Kilometer laut dem hier. Wir sind hier mitten an diesem roten hübschen Weg. So seit 100 Metern ungefähr macht er nur noch so 80 Watt. Ja, hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Wa? Ich schaue mal ganz kurz einmal in die App rein, was er hat an Kilometerchen gerade. 82,6 Kilometer, sagt er uns. Ich finde, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ne? Ihr müsst halt bedenken, mit wie viel Gewicht wir heute Nacht unterwegs sind. Und zusätzlich, sage ich mal, gerade hier so in diesem Feldbereichen und jetzt so dieses letzte Herumwirschen und keine Ahnung, was ich da jetzt so gewirrtes gemacht habe mit dem Fahrzeug. Sage ich mal, wenn wir da so auf gerader Strecke, auf Langstrecke oder sowas gefahren wären, hätten wir garantiert so um die 90 Kilometer erreichen können, wa? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn wir das nächste Mal so gutes Wetter haben, werde ich versuchen, das besser zu erreichen, so dass wir dann auch in den Feldbereichen und Co. dann geschmeidigere Temperaturen haben. Aber so alles in allem
muss ich sagen, macht der VX 4 GT das wirklich gut. Vor allen Dingen, was ich aus persönlicher Erfahrung weiß, ist, wenn der Akku ganz leer ist, das Licht vorne sowie auch hinten inklusive Bremslichtfunktion ist jetzt noch für viele Stunden wirklich verfügbar. Ich habe das letzte Mal, lass mich nicht lügen, ich glaube fast 3,5 Stunden geschoben und die ganze Zeit über hat das Licht immer noch funktioniert. Und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sicherheitssache. Ich sag mal, hier jetzt auf dem Weg ist nicht so schlimm, aber manchmal bleibt man auch irgendwo Richtung Wald stehen und oder auf der Straße oder so. Und gerade wenn man dann in der Nacht irgendwie schiebt, ist das schon sehr toll, wenn das Licht wirklich noch eine lange Zeit im Nachhinein anbleibt. Ja, der hat auf jeden Fall bis zum Schluss hin seine 22 km/h durchgehalten. Nur jetzt wirklich so auf den letzten halben Kilometer, da hat er dann angefangen, die Leistung zu drosseln, ist dann runter bis auf 20 gegangen. Und jetzt so die letzten 50 Meter ungefähr, da hat er dann wirklich relativ zügig angefangen, runter zu drosseln. Von, also bis auf 240 Watt, dann 120 Watt, dann 80 und dann 40 Watt. Und mit den 40 Watt, die er jetzt noch rausgibt, damit kannst du halt nichts mehr reißen. Ne? Der generiert jetzt hier auch nach längeren Stehen nicht mehr hoch. Das ist jetzt einfach Ende. Also ich würde schon sagen, hätten wir am Ende jetzt nicht noch, keine Ahnung, was für Bodenfahrten, mir was zu essen holen gemacht und hätten nicht so extreme Stop-and-Go-Phasen gehabt. Plus ich bin jetzt hier wirklich so Bereiche lang gefahren, wo es sehr viel bergauf und runter nochmal geht. Also ich würde sagen, in so einem normalen Streckentest hätten wir den jetzt einfach nochmal quasi wiederholt sozusagen. Hätten wir höchstwahrscheinlich um die 90 rausgekriegt. Also ich bin sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall den Eco-Drive-Mode machen in den nächsten Tagen, sobald das Wetter wieder warm wird. Ich glaube, nächste Woche Donnerstag oder so soll das Wetter nochmal so gut werden. Das probieren wir auf jeden Fall aus. Und dann kann ich euch nur sagen, schaut euch gerne die Leistungstests zu dem Fahrzeug an, die anderen Reichweitentests aus dem Winter, alles sehr interessantes Material. Gerne einen Kanal abonnieren, ich kann es gar nicht oft genug sagen, gerade wenn ich solche langen Tests mache und Co. ist das für mich immer sehr wichtig, dass diese Videos auch ein bisschen Unterstützung aus der Community kriegen, weil das ist sehr aufwendig, es dauert sehr lange und ich verbringe das schöne Wetter mit dem schlimmen E-Scooter fahren, was mir natürlich gar keinen Spaß macht und so, ist voll die schlimme Arbeit hier. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Gerne das Video würdigen mit einem schönen Kommentar, einem hübschen Like und ein Kanalabo würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Und ich sage wie immer an der Stelle, drive long, feel free. Ja, ich habe das mit dem Rabattcode vergessen. Genau, wer einen haben will, Rabattcode in der Videobeschreibung. Mein Gott, ich bin voll schlecht in solchen Sachen. Aber jetzt sage ich, drive long, feel free. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut für mich. Ist jetzt allerhöchste Eisenbahn, auf jeden Fall schlafen zu gehen, aber vorher futter ich nochmal ordentlich was. Dementsprechend, ich schiebe jetzt noch so 2 Kilometerchen bis nach Hause. Mittlerweile schaffe ich das ganz gut, so in Kreisen und Bahnen zu fahren, dass ich nicht allzu weit laufen muss. Das hier und das macht das schon irgendwie. Aber jetzt habe ich viel zu lange gequatscht und das Video geht eh schon lange genug. Dementsprechend, drive long, feel free, schau dir gerne eines der nächsten Videos an. Macht's cool.